Ariel Pissman und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Batman Arkham Origins. In der letzten Folge haben wir gegen Banes Söldner gekämpft und jetzt gucken wir erstmal, was sich hinter dieser Tür hier befindet. Ich ahne es schon. Ich ahne es. Swimming Pool, aha. Okay, ja. Ist auch sonst, aber dieses Mal anscheinend ziemlich schwer. Ja, vor allen Dingen kann ich jetzt gar nichts machen, so richtig. Oder? Ich sehe keine Möglichkeiten. Ich ziehe meinem Feind die Haut ab und trage sie als Omer. Ja, wir haben ja ein neues Feature. Lass mich los! Ach, nice. Ich kann nicht mehr! Sollen wir ihn da oben lassen? Hä? Woher kam das denn? Meine Geduld ist bald am Ende! Ich will mal was versuchen hier. Die hauen fleißig ab. Kann ich vielleicht. Irgendein Trick! Oh nein. Ich bin da, wo ich ab bin. Ich muss mich entschuldigen. Anscheinend war ich nicht deutlich genug. Ihr solltet euch. Alter, ich dachte, die sehen mich, ey. Er hat nicht übertrieben. Dich hat es übel erwischt. Okay. Die kann man leider nicht benutzen, schade. Weg. Okay, wie viel haben wir denn? Nur noch 5, okay. Ach so, das. Ah, okay, das kann man noch zweimal machen. Also zumindest will ich das mal raten, weil das steht ja da so mit dem, ne? Schade, umgekehrtes Ausschalten ging nicht. Aber dass es auf jeden Fall geht. War das? Oh, da hinten geht's fast nochmal. Oder hinten geht's sogar sehr gut nochmal. Was? Nur so denken wie er. Wo würde ich mich verstecken, wenn ich feige wäre? Ich muss mich entschuldigen. Anscheinend war ich nicht deutlich genug. Ihr solltet euch wehren, wenn ihr die Fledermaus seht. Fuck. Oh, scheiße, die Wasserspeier. Werden wahrscheinlich nach und nach eliminiert. Eliminiert, so wie es sich eben angehört hat. Wie viele haben wir denn noch? 3. Wo sind die denn? Komm.
Wer will mir die Eingeweide rausreißen? Geh weg. Ich doch nicht schon an der Vorspeise satt, Batman. Du musst das Hauptgericht noch schaffen. Das Glück gehört uns. Scheiße. Was, als ob die das nicht gemerkt haben. Was hab ich denn gerade für ein Glück gehabt, Alter? Beeil dich doch, Alter! Oh. Junge. Das sind schon wieder 7 Minuten, die ich total nicht nutzen kann, Alter. Jetzt immer mal ein bisschen schlecht, aber egal. So, das ist der einzige Weg zum Penthouse, dies ist. Ja, ist nur die Frage, wo? Oder muss ich einfach. Nee. Hier bin ich. Einmal noch ein bisschen. Ah, oh, meine Fresse. Ich bin gerade schon wieder ein bisschen dumm. Hier bin ich reingekommen. Ich muss nach oben. Hier ist eine Art Fahrstuhl. Oh ja, muss ich hier runter und... Ah. Oh, meine Fresse, Alter. Warum haben die denn auf einmal überall Minen versteckt? Ja.
Zeit von dir vorbeizuschauen. Und gerade rechtzeitig. Er gehört mir, Payaso. Ah, ah, ah. Denk dran, du hast dein Wort gegeben. Du hast eine Minute. Wo der herkommt, hat wohl niemand Manieren. Also, in meinem Haus ist es Tradition, dass jeder ein Geschenk an Heiligabend öffnet. Wie wär's damit? Und ein Rehboot in der Birnbaum. Wie viele Leben hast du gerade ausgelöscht? Keine, glaube ich. Das war nur, um die Vorfreude zu steigern. Eine Baustelle, die mir die Sicht versperrt hat. Aber das hier wiederum. Ich habe lange auf diesen Moment gewartet. Mit deinem Tod finde ich Frieden. Oh shit, jetzt müssen wir auch noch gegen Bane kämpfen. Mensch, ich hab noch einen Stufenanstieg. Den gönne ich mir noch vorher. Kampfphase. Haben wir schon, ne? Ja, haben wir schon. Kurze Nachfrage. Bla, haben wir schon. Nein, warte, haben wir den schon? Ja, haben wir. Kann ich nicht machen, ich muss vorher das machen. Wirklich jetzt? Dann machen wir die Batterieeffizienz der Schockhandschuhe schöner, höher. Das wäre doch was. Das hier Doppel-Spezial-Kombo-Bewegungen. A, X, B, Y, Y, X. Aha, ja. Nehmen wir das. Oder doch das? Nein, wir machen das. Okay, was muss ich eigentlich machen? Muss ich ihn... Muss ich vielleicht dieses krasse Betäuben machen? Nein. Oh doch. Oh shit. Bane hat sich gerade noch mehr aufgepumpt. Und jetzt... Okay, gut, das war gut, das war gut. Das kannst du nochmal, komm. Eins, zwei, drei. Zack, 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 zack. Baba. Jawohl. Sehr gut, sehr gut. Oh nein, 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 nein. Ah. Oh scheiße, scheiße, scheiße. Fuck. Okay, lässt seinen Angriff abwarten. Wie? Ja, sehr gut, sehr gut. Eins, zwei. Nein! Nicht schon wieder, nicht schon wieder, nicht schon wieder! Ich werde dich schreien. Ja! Sehr gut, komm. Eins, zwei, drei. Und jetzt. Ja, ja. Ja, komm. Ja, sehr gut. Jawohl. Okay, das war so. Das war gut, das war gut. Was? Ich kann. Okay. Ich konnte gerade normal gegen ihn kämpfen, was? Scheiße, das hätte im Konter sein müssen.
Nein. Oh! Oh, scheiße! Ich sollte aufpassen, ich sollte mehr aufpassen. Nein, 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 nein! Oh, fuck it! Ich würde ungern nochmal gegen ihn kämpfen. Bin ich ganz ehrlich. Oh. Ja, natürlich, genau jetzt, wo ich dann mal gecheckt habe, wie das System funktioniert. Nein! Oh, scheiße! Okay, das schaffe ich nicht, ich muss nochmal gegen ihn kämpfen. Scheiße. Ja. Okay, ich check das System doch noch nicht ganz. Und ich hatte so große Pläne mit dir. Aber als ob ich mal für irgendeinen Boss nur einen Versuch brauche. Das wäre ja mal was Neues. Jetzt der Moment, auf den ihr alle gewartet habt. Ich presse. Den Stufenanstieg hole ich mir gleich nochmal. Vor dem zweiten Versuch hier. Und zwar hole ich mir diesmal. Ja, das ist eine gute Frage. Okay, das habe ich schon. Den Rest kann ich gar nicht verbessern, aha. Sehr gut, ja, dann nehme ich jetzt einfach irgendeinen Scheiß. Und zwar das hier. Dann können wir uns wenigstens bei der nächsten Verbesserung das hier holen. Au! Mal sehen, was du drauf hast. Oh, mach das doch mal in die richtige Richtung! So, das war gut, das war gut. Ja. Eins, zwei, drei. Ja. Das war gut, das war. Nochmal gut, ja. Ja, jetzt pumpt er sich nochmal kurz auf mit ein bisschen Venom. So, okay, ja, wow. Bam. Okay, nochmal so ein. Mal ein paar von den Dingern. Eins, zwei, drei. Und. Bam, 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 bam. Ja! Ja, 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 komm. Komm, komm, komm. Bam! Nice! Geil. Wie nice war das denn bitte? So, oh, ah, okay. Ja, okay, das waren jetzt dann zwei Schläge, aber. Ich komme ja anscheinend auch normal gegen ihn. Oh nein, das ist einer, bei dem ich den ausweichen muss. Okay, ah, okay. Okay, okay, ich muss jetzt erstmal nur auf Konter setzen, okay. Hoffe ich zumindest. Weil jetzt mit einer, bei dem ich ausweichen muss. Nee, doch nicht. Was ist denn noch? Der Scheiße. Oha. Wow, wow, wow. Sir, ich werde nicht tatenlos zusehen, wie sie sich umbringen. Ich rufe Captain Gordon. Nein, nicht jetzt! Wow, 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 okay. Okay, weg. Oh, scheiße, 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 scheiße. Okay, weg, weg, und weg. Wow.
Shit. Okay, komm, nochmal. Nein! Komm ich raus. Jawohl, sag ich doch. So. Drei. Und jetzt. Komm. Bam! Jawohl. Ja, das war gut, das war sehr gut. Und eins, zwei, drei. Und. Ja, zack. Ja, komm schon! Ja! Huh! Okay, komm. Gleich noch so ein Ding. Komm, zack. Eins, zwei und drei. Niederschlag. Ja. Komm schon. Und noch so ein Ding. Ein so ein Ding noch. Eins, zwei, drei. Und jetzt mit den Schock ganz schön, komm. Ja! Yeah. Okay, die nächste Venom-Pumpe haben wir vernichtet. Okay, komm. Jetzt. Oh nein. Oh, scheiße, das hätte ich kontern müssen, Mist. Scheiße, ey. Scheiße, jetzt kämpfe ich hier gegen Bane und seine Söldner. Brauche ich mich doch echt, dass was werden kann. Zack. Weg. Oh nein! Scheiße. Ja! Bam, Alter. Nein? Okay. Wow. Ich fühle, wie du zerbrichst, Batman. Jawohl, Alter. Nein. Hast du nichts mehr zu bieten? Das erinnert mich ein bisschen an den Kampf mit Deathstroke. Wisst ihr, wo er immer so viele. Au! So viele Kombos gemacht hat und man musste immer mittendrin kontern. Sich nochmal auf. Oh nein! Oh! Oh, Alter! Oh, ja. Nein. Nicht nochmal sterben. Scheiße. Eins, zwei, drei. Nein! Eins, zwei, drei. Ja, und Angriff. Okay, komm. Eins, zwei. Oh, Scheiße. Und weg. Oh. Schuhe sind noch aktiv. Eins, zwei, drei. Komm schon, nächste Venom-Pumpe. Ja! Sehr gut. Okay, ich drück einfach nur die ganze Zeit Counter. Ich bin gerade in die Eier getreten. Scheiße, weg. Oh. Ich werde dich in den Staub. Eins, zwei, nein, okay, gut, okay. Aua. Komm schon, Bane, hier warten 50 Millionen Dollar verpackten Geschenkpapier auf dich. Scheiße. Oh. Nein, weg. Scheiße, den hätte ich abwehren können. Mist. Okay. Oh, scheiße.
Eins, zwei. Nein! Okay. Wollen wir weg? Oh nein. Dass du dich mir stellst. Oh nein! Oh. Oh, Alter. Nein, nein, nein. Nein. Oh, Alter. Oh, hatte ich gerade Glück. Oh, hatte ich gerade Glück. Nein, 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 nein. Schlechte Aussicht. Oh, weg, 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 weg. Nein. Ein Weihnachtswunder kann ihn noch retten. Das war unbefriedigend. Oh. Okay. Ist was ist das? Okay. Muss ich einen Kombos geben? Was zum Gegner? Geht noch. Ja. Nee, er ist auf Venom. Okay, da kann ich ihn nur mit seinen Schiffen schon treffen. Das haben wir eben schon in der ersten Hälfte gelernt. Ah, oh, schade, jetzt wollen sich die Schiffen. So, jetzt erstmal die Venom-Pumpen rausreißen. Zack. Was gerissen? Oh, ups. Das hätte ich ja normal kontern können. Au, fuck. Was ist für mein Geld? Eine 50 Millionen Dollar Show. Eine. Aua. Ich werde wahrscheinlich nochmal mit Venom aufkommen. Oh, ich konnte mal, ich konnte mal. Oh. Und schon hat er sich wieder mit Venom aufgepumpt. Oh. Okay, wahrscheinlich wieder dasselbe wie eben. Ja. Wenn er Venom. Wenn er auf Venom ist, dann kann man ihn nicht ankommen. Kann ich ihm nichts entgegensetzen, aber. Mit der Elektrohandschuhe. Habe ich eine kleine Chance gegen ihn. Dauert dann zweimal ein bisschen. Die Chance ist wenigstens da. Weil. Oh, fuck. Alter. Nein. Ja, er kommt sich nochmal auf. Ist okay. Du kannst nicht gewinnen.
Okay, wir haben nichts. Vielleicht haben wir eine kleine Chance auf das oder? Eins. Jawoll, okay. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Komm schon, einfach nur. Einfach nur Bane zusammenschlagen jetzt. Nein! Oh, scheiße, scheiße, scheiße. Oh, oh, oh. Pumpt er sich jetzt echt noch einmal auf? Ah, nein. Deine Zeit ist gerade abgelaufen. Wartung weg! Wiederhole, Wartung weg! Das Gewicht auf den Boden oder wir... Das nenne ich meine Party! Auf dem Dach wird's mir zu heiß. Du hattest Glück. Was denkst du, wo du hin willst, hä? Wieso machst du sowas nur? Eilmeldung! Ich bin derjenige, der dich töten will! Das waren zwei sehr, sehr schlechte Menschen. Die Dinge, die sie getan haben, das willst du gar nicht wissen. Sie haben den Tod verdient. Genau wie... Halt! Keine Bewegung! Ich glaube, er meint dich. Schnallt ihn ab! Los! Lassen Sie mich raten. Er ist entkommen. Bringen Sie ihn nach Blackgate. Wo ist er hin? Hä? Wer? Die Fledermaus. Dein Partner. Mein Partner? Wer springt denn sonst von einem Gebäude, um deinen wertlosen Arsch zu retten? Wissen Sie, Officer, dasselbe habe ich mich auch schon gefragt. Blackgate Prison. Willkommen in Blackgate. Zeit für eine kurze psychiatrische Beurteilung. Guten Tag. Die Cops hier. Immer auf die Kranken und Wehrlosen. Sag mal, Schätzchen,
Hattest du je einen richtig üblen Tag? Und was wollen Sie damit sagen? Das solltest du doch am besten wissen. Es gibt nichts Übleres als die Erinnerung. Diese fiesen kleinen Stromstöße, unerwünschte Partygäste schreien durch deine Synapsen. Unvermeidbar, unerbittlich und gar nicht freundlich. Es gibt nicht mal die Flucht in den Wahnsinn. Und dann triffst du jemanden, der dein Leben ändert und merkst, dass du nicht einmal mehr weißt, wer du bist. Ist es nicht lustig, wie eine kleine Begegnung Stücke aus deinem Leben reißen kann, deine Erinnerungen und Persönlichkeit verzerren kann, bis du alles in Frage stellst? Und als du merkst, wie irre alles ist, schallt dein Gelächter von den Wänden deiner eigenen Einsamkeit wieder. Okay. Da brauche ich mehr Details. Wie wäre es mit Wortassoziationen? Das klingt... Akzeptanz. Findest du das nicht ein bisschen öd? Hören Sie, ich will Ihnen doch nur helfen. Nochmal von vorn. Akzeptanz. Meine Lieblingsphase. Okay, einer noch. Und ich will, dass Sie bei diesem ernst bleiben. Schicksal. Weißt du, was lustig ist? Ich dachte immer, das Schicksal wäre böse. Vorherbestimmt, nicht durch höhere Mächte, sondern die Regeln der menschlichen Natur. Aber heute Nacht hat sich alles geändert. Was hat sich geändert? Hattest du je das Gefühl, dass dein ganzes Leben nur auf diesen einen Moment hinarbeitet? Und so fühlen sie sich? Ja, jetzt schon. Jetzt verstehe ich, dass die Kämpfe, die üblen Tage, die Brutalität nur die Hand des Schicksals war. Also betrachten Sie das Schicksal jetzt anders? Allerdings. Jetzt verstehe ich. Es gibt keine Zufälle. Es war alles vorherbestimmt. Alles führte zu der Person, die ich heute Nacht getroffen habe. Sie haben jemand Besonderes getroffen? Ja. Und man könnte sagen, es änderte alles. Alles? Absolut. Ich meine, verstehst du, in was für einer Welt? Wie einsam es ist, allein durch all das Elend und den Dreck zu laufen? Es ist schon einsam, nicht wahr? Natürlich, natürlich. Du verstehst uns. Selbst in einem Pack anderer Wahnsinniger bist du so allein, dass du um dich treten und schreien kannst, so laut es geht. Und niemand juckt es, als gäbe es dich gar nicht. Ich fühle mich hilflos. Schwebend. Als hätte jemand den Stöpsel aus meiner Realität gezogen. Und ich wurde hinabgerissen zu etwas völlig Neuem. Das ist alles wirklich aufregend. Aber du kannst gar nicht wissen, wie sich das anfühlt. Ich... doch. Können Sie mir mehr darüber sagen, was Sie für diese Person empfinden? Als ob ich jemanden treffe, mit dem ich mich identifizieren kann. Was, das kannst du mir glauben, noch nie passiert ist. Du verstehst das. Du hast keine Angst vorm Loslassen und Fallen. Freier Fall. Und ich habe keinen Schirm.
Das ist so plötzlich. Ja. Ja, das tue ich. Das dachte ich mir schon. Also, darf ich fragen, wer ist diese Person? Oh, jemand wirklich, wirklich Besonderes, dessen Namen ich noch nicht mal kenne. Ach, mein Name ist Harleen. Harleen Quinzel. So ein schöner Name. Nennen deine Freunde dich Harleen? Oh, ich habe nicht viele Freunde. Tja, Harley, jetzt hast du einen. Schlimmste Art, Kriminelle. Warte. Tust du, was du tust? Master Bruce? Es ist vielleicht antiklimaktisch, aber ich dachte, Sie könnten nun endlich Weihnachten feiern. Jetzt, wo der Joker gefasst ist. Bane ist noch da draußen. Ich muss das Signal des Peilsenders finden, den er trägt. Selbst Sie müssen essen, Sir. Wenn du nicht die Polizei gerufen hättest, wäre er jetzt in Gewahrsam. Wissen Sie, ich habe auch etwas versprochen. Ihren Eltern. Nicht jetzt, Alfred. Bestimmt 200 Kilo Muskeln. Hat 6 Cops gebraucht, ihn niederzuschießen. Ja, ich habe die Leiche gesehen. Könnte Bane oder einer seiner Männer sein. Wenn ich es schnell in die Leichenhalle schaffe, kann ich Leiche und Obduktionsbericht untersuchen. Nun, bevor Sie gehen, ich habe die chemische Substanz aus dem Stahlwerk untersucht. Sie stimmt mit Ihrem globulären Projektil für nicht-letale Fixierung überein. Du meinst die Klebergranate? In der Tat, das Harz ist ausgehärtet. Es liegt an Ihrer Werkbank. Natürlich würde ich empfehlen, es hier im Labor zu testen, bevor Sie gehen. Aber Sie hören ja nicht auf mich. Tut sie ja nie.